Da ist ein Haus mit einem Mond. Was kann das bedeuten, dass es nur nachts offen hat? Nein. Oh. Oh. Oh nein. Ja, ich bin schon da. Ich helfe dir. Coco. Ich muss jetzt Prico was zu essen machen. Prico. Ich folge dir mal. Was machst du? Ups, sorry. Rico, soll ich dem Rico was zum Essen machen? Oder ich spreche nochmal mit dir. Spurt Gemüsecremesuppe. Sie ist sehr nahrhaft und macht flink. Zumindest heißt es das. Einfach Spurtkarotte, Steinsalz und frische Milch in einen Topf. Spurtkarotte, Steinsalz und frische Milch. Ich habe eine Spurtkarotte. Ja, das mache ich. Aber ich habe schon eine Spurtkarotte. Ja, so schnell kann's gehen. Schnellster Quest wahrscheinlich in diesem Spiel. Aber wenn jemand nicht weiß, wo Spurtkarotten sind. Spurt Gemüsecremesuppe heilt 2 Herzen und man ist 3 Minuten 20 schneller. Macht dich schneller Level 1. Man kann die Süße des Gemüses noch schmecken. Der reiche Geschmack kommt vom langen Köcheln. Ja, mach das. Jo, Kokosküche geschafft. War ja gar nicht so schwer. So, da ist eine Karotte vor dem Haus. Was könnte da drinnen sein? Ah, das sind Spurtkarotten. Ah, die muss ich aber bezahlen. Ich hab's mir überlegt. Also das sind... Das ist die Citra. Hier kann ich wahrscheinlich Gemüse kaufen. Oh, das sind Bockblindherzen. Ziegenbutter. Ein Ei. Okay, also hier gibt es was zu kaufen, falls ich Hunger habe. Bockblindherzen. Sehr selten, ja, ist mir auch noch nicht aufgefallen, dass es Bockblindherzen gibt. Was haben wir da? Ah, Impas Anwesen. Wenn man einen Schickerstein bemerkt. Okay, da oben wohnt Impa. Ein Mann. Ja, Lee. Lee ist mein Name. Yep, da gehe ich mal rein. Du bist ein...
also endlich erwacht, Link. Es ist lange her, sehr lang. Ein paar Jährchen mehr hab ich wohl auf dem Buckel. Ich hoffe, du erkennst mich noch. Schau mal, was da oben ist. Ja, ich könnte aber nochmal mit ihr, ich könnte sie schon ansprechen eigentlich. Ja, ich bin fest entschlossen. Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. Doch stets erschienen auch ein Jüngling mit der Seele des Helden und eine Prinzessin mit dem Blut der Göttin. Jedes Mal, wenn unsere Welt bedroht wurde, gelang es diesen beiden mit vereinten Kräften, das Böse zu besiegen. Aus jedem dieser Kämpfe gegen Ganon ging eine neue Legende hervor. Doch dann, vor 10.000 Jahren, wollte man diesen ewigen Kreislauf der Geschichte nicht länger hinnehmen. Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien. Und so beschloss man, dem Helden und der Prinzessin jener Zeit mithilfe technologischer Wunderwerke zu helfen. Das Ziel dieses Plans war, die Verheerung Ganon für alle Zeiten zu versiegeln. So entstanden vier gigantische Titanen, die von einem Piloten gesteuert werden sollten. Zudem wurde ein ganzes Heer von automatischen Kampfmaschinen erschaffen, die Wächter genannt wurden. Ja, die habe ich schon gesehen und kennengelernt. Als Piloten der Titanen wurden aus den Völkern Hyrules vier herausragende Krieger ausgewählt. Nachdem all diese Vorbereitungen abgeschlossen waren, fühlte man sich Ganon gegenüber gewappnet. Als nun die Verheerung tatsächlich wiederkehrte und Hyrule angriff, erhob sich ein mächtiges Heer an der Seite des Helden und der Prinzessin gegen Ganon. Eine schier unermessliche Zahl von Wächtern rückte vor und stellte sich schützend vor den Helden.
gottgleichen Titanen entfesselten ihre Energien und zwangen das Böse in die Knie. So gelang es dem Helden, Ganon mit dem heiligen Bannschwert niederzustrecken. Ah, das Bannschwert. Die Prinzessin besiegelte sein Schicksal mit der Kraft ihres königlichen Blutes. Das hat der Krautenbauer schon erwähnt, das Bannschwert. Dieser Krieger war wohl ich. Befreie die vier Titanen. Habe ich ja gerade gehört, wer die vier Titanen sind. Nochmal? Kriegsmaschinen, genau. Daruk. Ah, die Goronen. Varudania. Revali. Den Orni. Mipha, Zora, kenne ich auch, Urbosa, Gerudo, okay, interessant. Ah, okay, da sind die vier Völker. Die vier Titanen, neuer Zielpunkt. Doch, dein Schicksal ist nicht völlig, ist nicht vollständig aktiv. Ateno. Ateno? Oh, Ateno ist da. Zählt das Vermächtnis. Imperdiweise geschafft. Okay, das sind sehr viele Informationen. Und ich glaube, ich bin noch nicht mal annähernd fähig dazu, diese vier Titanen auszuschalten. Schauen wir mal darunter. Kangis. Malerei, okay, der mag Malerei. Quelle einer großen Fee. Vielleicht ist sie ja genau hier. Oh! Ich will eine neue Kraft gewähren. Das ist cool. Ah, aber ich habe noch keine vier Zeichen der Bewährung. Okay, mache ich. Ist mir gerade eingefallen, dass ich mich hier. Warte mal, da ist der. Nein, das ist ein Schrein, da ist der Turm. Aber, na, ich gehe mal zu diesem Turm. Teleportieren.
Ich würde sagen, ich sollte mal nach den restlichen Schreinen suchen, also zumindest noch zwei. Da habe ich einen gesehen, falls das einer war, oder war das ein Vulkan? Ah, das ist ein Vulkan. Ich sollte nach den restlichen Schreinen suchen, dass ich neue Kraft gewinnen kann. Aber von hier aus. Ah! Da ist einer. Den markiere ich doch schnell. Dort könnte ich mal hingehen. Jetzt habe ich gerade hier einen Bockblind entdeckt, der auf irgendjemanden ein haut. Oder auf irgendetwas, glaube ich. Da liegt irgendwas am Boden und der sieht nur mehr Sterne. Das. Oh! Da ist noch ein Schrein. Jawohl, dann mache ich die zwei Schreine. Ah, ich weiß, was das für ein Schrein ist. Glaube ich. Ist das nicht. Egal, ich werde mal hinschauen. Zuerst werde ich den aber mal. Bisschen was verpassen. Und oh, das war ein Mädchen sogar. Das Mädchen hier retten. Ich lebe noch, ja, ich hab dich gerettet. Genau, macht das. So, entweder dieser oder dieser Schrein zuerst, aber ich gehe mal zu diesem Schrein. Oh, das ist ein ganzer Schwarm. Oh Gott! Wow! Das war ja was. Ein Fuchs. Wow, der hat einen Salto gemacht. Gut, kann ich dabei nicht aufheben, aber egal. Ich will jetzt zu diesem Schrein gehen. Aber zuerst rede ich mal mit dieser Person hier, der aussieht wie der Witcher. Ein Reisender. Der Jägerbande beitreten. Jägerbande? Oh, was bist du? Egal was du bist, du wirst gleich zerstört. Hoffentlich. Oh Gott. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott. Der ist ja viel zu stark. Muss ich ein bisschen was essen? Ein paar Äpfel. Vielleicht schaffe ich dich, vielleicht schaffe ich dich. Ah!
Aber so nicht. Oh, das war knapp. Okay. Boah. Bricht zwar gleich, aber. Oh. Okay. Ich hab dich gleich, ich hab dich gleich. Ja, hab dich geschafft. Huh. Oh, okay, mal Schwertbanane. Diese Frucht wächst hauptsächlich in den Wäldern von Firone. Das Fruchtfleisch verstärkt die Körperkraft. Gekocht verstärkt sich dieser Effekt noch. Okay. Und ein roter Rubin. 20 Rubine wert. Ich kann mein Glück kaum fassen. Ja. Stimmt, ich kann es kaum fassen, dass ich den besiegt habe. Und jetzt gehe ich in den Schrein hinein. Was ist hier? Ah, das mache ich später. Bin schon gespannt, was da drinnen ist. Vago Kata Schrein. Vago Kata. So, bin gespannt, was in diesem Schrein auf mich wartet. Was für eine Prüfung. Was haben wir da? Da oben ist ja schon das Ziel. Aber es ist die Stahlbrücke. Die Stahlbrücke. Gut. So nah, aber auch so fern. Die Stahlbrücke, die Stahl, Stahl, Metall, Magnet. Da oben ist was. Oh, da ist auch noch was. Jawohl. So, da bauen wir mal eine Stiege. Und dann klettern wir mal da hinauf. Okay. Na, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nein, nein, Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Blödsinn, sorry. So geht das natürlich. Bernstein. Super. So. Dasselbe bauen wir da drüben. Dass ich da raufkomme.
So, dann komme ich da hinauf. Und habe hier... Habe hier sowas, aber... Das sollte ich mir mal... herunterhauen, glaube ich. Weil dann stelle ich mir... Ja, ich gebe es mal runter. Dann stelle ich diesen Turm nochmal um. Etwa hierher. Ich hoffe, das reicht dann auch wirklich. Gut. So. Jetzt probiere ich das mal so zu nehmen. Und mit darüber. Nicht mittig. Ich glaube schon. Na bitte. So, jetzt bekomme ich wieder mein Zeichen der Bewährung. Fehlt mir nur noch eins. Dann gehe ich zurück nach Kakariko und hole mir meine neuen Kräfte. Yep. Sehr gut. So, da vorne ist... Dann schon der nächste Schrein. Aber ich habe hier irgendwas gefunden, was sehr interessant aussieht. Da ist ein Brunnen. Und das sieht irgendwie etwas aus, als wäre das alles abgebrannt. Hier ist was. Verrosteter Schild. Okay, Schildtasche voll. Ja, den kann ich eh weghauen. Und da ist ein Schwert. Rostiger Zweihänder. Genau, das Schild hau ich weg. Dann nehme ich mir das mit. Und das Schwert habe ich mir jetzt auch mitgenommen. Schauen wir mal, was noch so ist hier. Erinnert natürlich sofort an ein verunglücktes Stonehenge, aber... Ah, was haben wir hier? Verrostete Hellebarde. Okay. Nehme ich mit. So, das klingt noch interessant. Das sieht noch interessant aus. Wieder ein verrostetes Schwert, aber meine Waffentasche ist voll. Das ist wohl nicht der große Feenbrunnen. Na egal. Da ist auch noch was Interessantes. Diese Schluchten. Aber zuerst gehe ich in diesen Schrein hinein. So, jetzt bin ich angekommen auf der Blumensandbank. Da ist ein Floß. Was ich vielleicht benutzen kann. Oh! Und ein Quest. Sie blühen so hübsch.
Ah, das ist aber lieb. Oh je, ich darf die nicht betreten. Das heißt, ich muss den Weg zum Schrein finden, alles klar. Das ist ein Labyrinth, gut. Coole Idee. Obwohl es mich ja reizen würde, was passiert, wenn ich sie betrete. Darf sie Blumen nichts tun? Es tut ihnen doch weh. Oh nein! Okay, also nichts allzu Tragisches. Aber ich versuche die Blumen nicht zu betreten. Oh nein, das kommt das auch noch dazu. Verdammt! Okay, interessant. Muss ich dem einfach ausweichen oder wie soll ich das verstehen? Schade. Oh. Ich bin fast auf die Blume getreten, aber jetzt bin ich beim Schrein. Jetzt bin ich wenigstens beim Schrein. Das ist aber fies. So eine kleine Blumeninsel. Hira-Schrein. Gut. Da schauen wir auch mal hinein. Bitte nicht betreten, geschafft. So, bin gespannt, was in diesem Schrein zu tun ist. Okay, sieht weitläufig aus als der andere Schrein. Was ist hier zu tun? Folge dem Strom. Folge dem Strom. Okay, da ist ein. Hier ist mal nichts. Da ist ein Strom. Und dem muss ich folgen. Ah, oh, okay. Okay. Dieses Brett wird doch hoffentlich nochmal kommen. Da oben sind ein paar Podeste. Da oben ist schon was wichtig aus. So. Ich gehe jetzt hier schon mal drauf, dass ich hier gleich rüber kann. Yep. Da kommt es jetzt schon ein bisschen komplizierter auf mich zu. Ich frage mich, was passiert, wenn ich ins Wasser falle, aber ich schätze mal nicht viel. Ah, das sind nur so Statuen. So. Ich gehe gleich hier drauf. Dann springe ich gleich hier drauf. Und sofort hier, ah! Hier drauf. Okay. Nichts passiert. Na toll, da sind Fässer, das macht's komplizierter. Hier ist eine Truhe, wo ist. Ah, okay, hier ist eine. Ah, okay. Warte mal, Truhe, warte, bleib stehen. Kann ich dich aufmachen? Nein, nicht vom Wasser aus, nicht von. Nicht während dem Schwimmen. Nicht während dem Schwimmen. So.
Ah, okay. Scheiße. Achso, jetzt dachte ich, ich habe die. Ah, aber hier kommt die Truhe gleich an. Vielleicht. Okay, ich muss im richtigen Moment diese. Oh nein, diese Truhe führt auch noch was mit. Im richtigen Moment muss ich diese zwei Fässer da zum Explodieren bringen. Und zwar am besten. Aber kann ich hier überhaupt was drüber schießen? Nein, geht nicht. Geht nicht. Und das war blöde. Das war blöde. Aber die Bombe wird ja wahrscheinlich mittreiben. Aber ein bisschen langsam. Ein bisschen zu langsam. Aber vielleicht geht sich's aus. Wenn ich jetzt gleich drücke. Okay, das könnte schon mal reichen. Aber ich will die Truhe noch haben. Ja, ich habe es einfach aufgesprengt und da waren Eispfeiler drin, 5 Stück. Okay, kurze Pause. Kurze Pause hier. Weil dann fange ich nicht hier an, sondern da drüben. Und lass mich da drüben treiben. Beziehungsweise ich springe gleich hier rein. Ups. Und gehe da hinauf. Truhe erledigt. Sonst noch was? Nein. Prüfung bestanden. Ja, da ist meine Belohnung und die nächste Belohnung hole ich mir gleich. So, ich bin wieder bei der Blumensandbank. Oh nein, jetzt bin ich auf den Blumen gestiegen und jetzt ist sie schon wahrscheinlich sehr angefressen auf mich und wird mich bekämpfen, schätze ich mal. Oh je, ich habe ein bisschen Angst. Ich bin. Warum? Oh. Okay, jetzt ist es hier komplett egal. Oh nein, sie ist doch wohl nicht tot. Nein, passt. Oh Gott! Nein! Jetzt muss ich gegen die kämpfen. Die ist ja angefressen auf mich. Wie soll ich die schlagen? Oder gar nichts passiert. Ah, ein Herz habe ich noch. Ich rede gleich wieder mit dir, nur ich muss vorher was essen. Sonst überlebe ich den nächsten Wutanfall wohl nicht mehr.
Na bitte, na, ich hab dir den Schrein blau gemacht, ne? Schön ist das mit den Blumen. So, da bin ich jetzt am Weg nach Kakariko. Und ich werde die mal ein bisschen aufwecken. Hoho! Ah. Soldatenschwert, cool. Das hebe ich mir gleich auf, bevor ich mir noch diese Kiste hole, dass ich es nicht vergesse. Ah. Nehme ich mir das Soldatenschwert mit. Bockblindbogen. Ach, wichtig, hey, hier auf. Boah, da schwimmen die Trümmer von denen. Und da hole ich mir jetzt die Truhe. Bevor ich mich weiter auf den Weg nach Kakariko mache. Oh, ein Boomerang! Das Waldvolk der Groks soll diese eigentümliche Waffe erfunden haben. Dank seiner Form kehrt es im Idealfall zum Werfenden zurück. Im Idealfall. Kein Platz in der Tasche. Da werden wir einen Platz machen in der Tasche. Und jetzt weiß ich auch schon, was ich als nächstes mache mit meinen Krogsamen. Und zwar werde ich mein Waffenbeutel erweitern. So, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. Ich habe die zwei Schreine gemacht und jetzt sollte ich hier neue Kraft erlangen. Ich hätte gern noch ein Herz, wenn das möglich wäre, bitte. Da ist es, mein fünftes Herz. Ah, das fühlt sich gut an. Na bitte, super, das freut mich. Das hilft mir sicher weiter. Ein bisschen weiter hilft mir das schon. So, und an dieser Stelle werde ich mein Video beenden. Ich werde mir beim nächsten Mal Kakariko wieder ein bisschen näher anschauen, ein bisschen mehr anschauen. Und vielleicht hier ein paar Quests machen. Und ja, aber hier endet mal dieses Video für heute und ich freue mich über jeden, der einschaltet. Und bis zum nächsten Mal.